Hey, schau mal, der wäre noch schön vertrunken. Du hast ja gesagt, dass du nichts Richtiges hast. Also ich habe gesagt, ich habe nichts Spezielles. Normale Unterwäsche, ich denke schon. Das reicht doch. Vor allem, das ist viel zu teuer. Jetzt gib doch nicht schon wieder auf. Schau doch zuerst mal ein bisschen um, was es so alles hat und was dir gefällt. Und sonst können wir immer noch an einem anderen Ort vergleichen. Schöne Dessous sind im Fall mega wichtig. Ja, für dich vielleicht. Du musst auch nicht Angst haben, dass das Ende Monat nicht für das Essen reicht. Ich meine, ich brauche das Geld wirklich für meine kleine Schwester. Vor allem für Kleider und Schuhsachen für sie. Schreib doch dem Christkindli mal ein Briefli. Es ist ja schon gleich Weihnachten. Ja, hör mal auf mit dem. Ich sollte auch noch etwas für Pedro haben. Was soll ich dem schenken? Es sollte schon etwas Spezielles sein. Das klingt jetzt aber sehr interessant. Das ist schon gekannt worden seit letztem Mal, he? Ja, wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Aber du hast ja nichts dagegen, gell? Nein, nein. Ich musste halt dann einfach diesen Gefühlen nachgehen vom Konzert. Schmetterlinge, gell? Ja, ich glaube schon. Aber irgendwie ist es so ganz anders als beim Kevin. Viel feiner, aber trotzdem intensiver. Ja, ist ja kein Wunder, dass du noch offene Wunden hast vom Kevin. Ich meine, der Vollidiot. Aber ich glaube, der Pedro meint es im Fall wirklich ernst. Genieß es doch einfach. Ja, der Marco und Alia haben das auch gemeint. Aber du hast doch bis jetzt immer gefunden, wir passen nicht zusammen. Und er sei so eine Frauenheld. Ja, das habe ich wirklich auch immer gedacht. Aber ich glaube, er hat sich mega verändert. Es ist schon viel Zeit vorbeigegangen. Und ich glaube, auf dich war er wirklich nicht gefasst gewesen. Das hat man gemerkt. Ja, dass du das gemerkt hast, hat man im Fall gemerkt. Ja, ich weiss. Das muss jetzt sicher noch lange hören. Ich weiß, es ist ja auch ein bisschen meine Schuld. Aber ich muss sagen, ich bin höllenfroh, geht es im Fall deiner Mami schon ein bisschen besser. Ja, hast du gewusst? Der Pedro hat sogar gesagt, er würde gerne mal mitkommen und meine Mutter besuchen. Sie lernen sie kennen. Auch mal nicht. Das hätte ich echt nie gedacht. Ja, es gibt glaube ich noch viel, was du nicht gedacht hast. Er ist wirklich unlieb und organisiert auch viel. Wir sind zusammen ins Kino, gehen baden und in den Ausgang. Er hat immer alles gezahlt. Ist doch gleich. Er hat eh genug von seiner Mutter. Genieß es doch einfach und lass dich ein bisschen verwöhnen. Trotzdem war mir nicht so recht. Aber es war extrem schön. Vor allem dann in Bern Aqua. Es liegt ja sonst nicht drin. Und Pedro hat auch gemeint, ich soll mir keine Gedanken machen. Schliesslich sei es nur Geld. Und wenn er mir damit eine Freude machen kann, sei es super investierend. Für irgendetwas studiert er ja Wirtschaft, oder? Ja, das mit dem Wirtschaftsstudium, das will er jetzt glaub ich, auch ein bisschen ernster nehmen. Der Marc hat ihn extrem beeindruckt, weil er es so seriös nimmt und will unabhängig sein. Ja, so etwas. Der Pedro hat mich im Fall noch gefragt, ob wir alle zusammen etwas machen wollen, Silvester. Das wäre eine gute Idee. Übrigens, wenn es für den Pedro etwas Spezielles sein soll, das würde sich auch gut machen unter dem Weihnachtsbaum. Nein, komm, wir gehen weiter. Harry, ich nenne noch einen auf deine Urgrosstante Anna. Fräulein Glauser, noch zweimal Champagner, bitte. Es ist bei euch zwei Nächte der Wohlstand ausgebrochen, dass ihr bloß schon etwas trinkt. Heute geht ausnahmsweise. Nein, nein, blöd nur. Das ist gut. Ich bringe es. Freund Glauser, holt für euch noch ein Glas und stoßt mit uns an. Es ist ja schon gleich Weihnachten. Ja, aber... Keine Widerrede, Fräulein Glauser. Wir haben nicht mehr manchmal Gelegenheit, zusammen Gesundheit zu machen. Ah ja, das macht mir aber Bewunderung. Kommen wir wieder. Zum Leid. Zum Leid, Fräulein Glauser. Jetzt bin ich aber gespannt. Wenn alles rund läuft, sind wir zwei in einem Jahr nicht mehr hier.
Der Roski und ich, wir wandern aus auf Amerika. Auf New Orleans, an die Wärme. Ja. Ja. Und eure Frau, kommt die nicht mit? Nein, die. Ich sehe, sie will nichts mehr Neues anfangen. Ich habe im Lotto gewonnen und habe für uns zwei eine Baulenplantage gekauft. Mit mehr als 20 Angestellten. Ein Top-Betrieb, der auslesen kann, wenn man die Ware liefern will. Beste Qualität, Fräulein Klausen, die versteht. Wie seid ihr zwei zu so etwas gekommen? Was heisst ihr zwei? Was meinen ihr eigentlich? Glaubt ihr, uns zwei sind so etwas nicht zuzumuten? So war es nicht gemeint. Schon gut. Wenn ihr mal nicht mehr zufrieden seid im Tierraum und eine Luftveränderung braucht. Mal schauen. Merci für das Angebot. Im Moment gefällt es mir gut hier. So, ich muss. Ich habe noch ein anderes Ziel. Merci für das Küpfli. Danke. Harry. Mir wird es leicht anders. Wenn ich mir vorstelle, wie ich im Schatten von einem Magnolienbaum auf der Veranda höckle und mit Fräulein Klauser in einem knappen Bikini an halben Weissen und frische Oliven bringt. Das gefällt mir, Oski. Deine Gedanken sind schon ganz in der Südstadt. Aber bis so weit ist, haben wir noch etwas zu tun. Als erstes müssen wir jetzt in die Szene weiter. Du hast doch denen versprochen, dass wir als Samuelhaus und Schmutzli Klausensäckli verteilen können. Stimmt, Harry. Just. Austrinken. Und los jetzt. Ab jetzt stellen wir die Touren wieder auf die Nacht. Euch ein Glas Wasser, Frau Geiser. Merci. Sagt, was ist eigentlich bei dieser Party rausgekommen mit eurem Freund? Nein, bin ich gewesen. Der Marc ist schon nach einer Stunde heim. Er hat es langweilig gefunden, ohne mich. Ja, seht ihr, der hat es sich ja gar nicht gelohnt, mit eurem Vater wegen zu zanken. Aber Frau Geiser, woher? Hört, der Respekt, den ihr angeblich eurer Familie schuldig seid, das geht hier nicht. Ihr lebt jetzt in der westlichen Kultur. Auch wenn ihr verliebt seid, so kann man euch nicht kontrollieren. Ich weiss ja schon, wieso er so reagiert. Aber bei Marc gibt es jetzt wirklich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Im Gegenteil. Er wird sich sicher super mit meinen Brüdern vertragen. Ja, aber vor dem haben sie genau Angst. Und dass ihr dann nur noch ihn im Kopf habt und eure Familienpflichten vergessen. Aber sie wissen ja gar nichts von ihm. Sonst hätten sie mich schon lange eingesperrt. Ich muss immer so aufpassen, was sie sagen, und dass sie ja nichts merken. Wisst ihr, bis jetzt konnte ich mit einer Weiterbildung herausreden, und sie mir hier kommen lernen. Aber die ist in einem Monat durch. Was mache ich denn er? Das ist doch eine verzwickte Situation. Das braucht noch viel Geduld und Nerven von euch. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Wenn ihr Rendezvous habt am Abend, dann sagt ihr nicht, ihr müsst länger arbeiten. Und ich muss das bestätigen. Aber Frau Geiser, das würdet ihr wirklich für mich... Ihr wisst gar nicht, wie viel das mir bedeutet. Wisst ihr, ich will nur so viel wie möglich mit dem Markt zusammen sein. Ja, also, aber müsst ihr nicht gerade übertreiben, gell? Sonst wird es dann vielleicht doch langweilig. Nein, sicher nicht. Wir können so gut zusammen reden. Und wirklich über alles. Ja, also... Und auch über die Situation daheim. Was meint er dazu? Ja, so genau weiss ich es nicht. Ich habe einfach gesagt, dass sie halt etwas konservativ sind und ihre Regeln haben. Wenn man die bricht, sperren sie einem ein. Sperren einem ein? Oder noch Schlimmeres? Das möchte ich gar nicht wissen. Irgendwie könnte man es sicher erklären. Ja, nicht unbedingt. Wir haben es ja früher auch nicht anders gemacht. Wenn es rausgekommen ist, dann hat es halt zwei hinter die Ohren gegeben. Was erzähle ich da? Hört, die werden euch doch sicher noch etwas schön machen, bevor ihr ihn trefft. Dann könnt ihr das dann bei mir machen. Ja, dann treffen ihn doch, oder? Ja, so, aber wenn mein Papi oder meine Brüder von dieser Abmachung wüssten, wäre geliefert.